Und diesmal habe ich lange noch gewartet. Ja, volle Mana, sehr schön. So macht das Spiel noch gleich viel mehr Spaß, denn ich kann die blauen Jungs holen, ich kann Sachen springen, ich kann Sachen einsaugen. Wie hier zum Beispiel. Hier zum Beispiel. Genau, die vier Stücken Holz da konnte ich gerade erfolgreich einsaugen. Ich bin so mächtig. Hier schon eher. Schwupps. So. Da hätte ich gerne hier hinten ein Portal. Ich hätte übrigens auch ganz gerne einen flüssigeren Musikübergang. Aber das habe ich schon häufig genug angemerkt, glaube ich. Oh ja, die beiden Blöcke bitte weg. Dann kann ich hier wieder einen Holzzauber machen. Ernsthaft? Ich nehme das Portal, um von hier aus die Sachen aufzuheben, die... Nicht in Frage stellen. Einfach akzeptieren. Zwerge sind komisch. Punkt. Machen wir den Zauber hier hin. Flop, 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 flop. Drei falsche Bäume, zwei richtige. Und ja, Bäume können falsch und richtig sein. Verstärken, verstärken. Das ist okay, das ist okay, das muss weg. Wir bräuchten unsere Tür abermals. Die Mana-Tränke werde ich erstmal nicht brauchen. Neue Welle kommt in einer knappen halben Stunde. Also eigentlich nur 10 Minuten wegen, ne? Time Dilation. Das weg, das weg. Der Boden sieht so verquer aus hier wegen den verschiedenen Dirt-Sorten. Na gut, haben wir noch irgendwo ein Projekt, das ich mal angefangen hatte und wo jetzt überall Scaffoldings rumstehen und Zwerge, die nicht wissen, was sie machen sollen? Ich glaube hier unten. Hier sind Scaffolds. Da ist Eisen, aber Eisen brauchen wir nicht. Nee, bloß keine Aufträge verteilen. Nicht hier unten, da läuft wieder irgendein Zwerg stundenlang zickzack, das muss nicht sein. Aber hier würde ich ganz gerne gucken. Also ich höre schon mal Ameisen hier. Oder Grillen oder was auch immer. Portal. Okay, bauen wir da oben was ab. Ich übernehme dich dann einfach. So, da kannst du eh nichts gegen machen. Dann baue ich hier das ganze Silber ab und suche dann die Grillen. Ah, stimmt, die Magierbücher. Als wir experimentiert hatten mit dem Zauberstab und den Feuerballtränken und was das alles war, hatte ich gemeckert gehabt, dass sie ja nicht besonders viel Schaden machen, die Feuerbälle. Der Magier hatte aber auch keinen besonders hohen Magier-Skill. Eventuell hatte er nicht mal einen. Das wird natürlich erklären, warum, ne? Das dementsprechend nicht so gut gelaufen ist. Wenn ich jetzt aber ein Zwerg wirklich mit allen Magierbüchern vollpumpen würde, quasi, dann macht das vielleicht mehr Schaden. Ist nur die Frage, wie viele Feuerballtränke er dafür brauchen würde. Warum ist hier Kohle? Hier ist Kohle drin im Stein? Warte mal. Dirt. Gold. Dirt. Dirt. Ja, jetzt ist da wieder nichts bei, ne? Kohle. In dem Gestein hier ist Kohle drin. Das muss alles weg. Wo ist mein Sprengblock? Warte mal. Lager, da. Sprengzauber. So, hier ist gut. Ja, warte mal. Obwohl, müsst ihr gar nicht. Schmusch. Haha. Das ist so geil, wenn man Mana hat. Wo lauft ihr eigentlich alle? Achso. Mit mal hier ein Portal. Und bring bitte, bitte diese Spinne da um. Die beißt jeden, der vorbeikommt. Die hat schon mal jemanden umgebracht, ne? Ja, die hat einen Typen mit einem Mithril-Panzer und einem Mithril-Helm umgebracht. Hier nämlich ganz genau. Die muss leiden, muss die. Macht doch keiner. Du. Nein, nicht die. Nicht die. Du. Einfach eins.
Little Zwerg Kontrolle übernehmen. So. Jetzt komm her. Nicht springen. Ah. Klettern, hüpfen, fliegen, befreien. Kontrolle übernehmen. Autsch. Das war so nicht geplant. Trink das, trink das. Und er hat sie umgebracht. Okay, das ist das Wichtigste. F2. Portal ist offen. Das da wurde eingesammelt. Ich hatte eigentlich was ganz anderes hier vor. Jungs, Entschuldigung. Ihr müsst nochmal hierher. Ich hätte nämlich gern das Silber. Nein, ich kann nicht schon wieder springen. Komm. Gerogon reißt sie zusammen. Gib hier 4 Mana für Portale aus, anstatt 20 Mana plus Saugen für, ne, das Zeug. Und hier ist definitiv ein spezieller Raum. Typ, mach was. Nö, ich warte, bis ein anderer Zwerg kommt, der die Arbeit für mich macht. Ah, okay, da sind die Ameisen. Das weg, das weg. Komm schon. Da wollen ganz viele Ameisen sterben. Hunter mal da und so. En garde. Stimmt, sind ja französische Zwerge. Das kriegen die auf jeden Fall hin. Das kriegen 2 Zwerge alleine hin. Ich guck mal ganz kurz, ob noch irgendwas anderes war. Scaffolding. Ganz viele Pflanzen. Ja, nee, das will ich mir gar nicht jetzt angucken. So, Lärm ist vorbei. Jo. Wir würden gerne... Was ist das denn da hinten? Ich würde gerne mal hier alles abbauen. Und dann da runter und dann da runter. Und dann gucken, was das da ist. Kriegt auch bald ein neues Portal dafür. Das da kann auch weg. Das sind sehr komische Wände hier. Mit Diamanten, Silber und Gold. Also ist ein gutes komisch, aber ist trotzdem komisch. Macht's gleich plopp. Jo. Abbauen. Achso, neues Portal. Können wir auch hier unten hinstellen, fällt mir auf. So, das soll weg, das soll weg. Das soll weg. Was kommt da raus? Stein. Weg, weg, weg. Töten. 2. Und das ist trotzdem kein Problem. Das mit, das mit, das mit, das mit. Alles rausreißen. Also ja, wir könnten da oben noch die Diamanten holen. Problem ist allerdings, wir brauchen gar keine Diamanten mehr. So doof das auch klingt. Wir brauchen nur noch eine Sache, die Diamanten benötigt. Und das ist das da. Und dafür haben wir alle. Schade, schade. So ein Score gab es nicht am Ende, oder? Wenn man eine Welt abgeschlossen hat. Wie viel Beute man gemacht hat oder wie viele Zwerge man umgebracht hat oder wie viele Goblins oder sowas in der Richtung. Dann wird es hier noch bedingt Sinn machen, vielleicht ein bisschen was zu grinden an Gold und Silber und, ne? Aber so? Ich hätte es nicht bauen sollen. Doofes Portal, jetzt lockt mich das. Obwohl, es war kein neuer Patch bisher da. Das heißt, wenn ich drauf drücke, wird er nur stehen. Oh, Beta ist zu Ende, sorry. Das ist ja auch nicht so toll. Das bitte mitnehmen. So, was haben wir noch? Ich mache jetzt mal hier einen Kompasszauber. Okay. Kostet auch 20, das ist ja happig. Und bevor ich es gleich wieder vergesse, die Tür wieder dahin. So. Zeig's jetzt direkt auf den Raum hier, das wäre doof. Was? Rechts von uns. Okay. Gehen wir rechts von hier. Da dürfte eigentlich nur Wasser sein gleich. Ja, da ist Wasser. Das dauert noch ein bisschen. Tok, 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 tok. Und ich sehe bei dem Portal gar nicht, wie lange es noch hält. Ah, okay. Da ist so ein kleines Stachelding, aber das ist egal. Der Minecraft-Trick. Trick mit dem Sand funktioniert hier. Wenn man einen Sandblock abbaut und unter den runterfallenden Blöcken ist irgendwas. In dem Fall
in dem Fall ein Zwerg mit dem Stahlhelm, dann bleibt der Sandblock nicht auf dem Boden liegen, sondern wird als Item gedroppt, das aufgehoben werden kann. Das ist sehr kurios. Aber na gut. Komm, abbauen. F2, 3. Töten. Was? Seid ihr wieder verbuggt? Dann halt von Hand. Ah, jetzt bewegen sie sich. Oh, Gold. Mit. So, aber es ist trotzdem nicht viel Platz für einen Raum. Was auch gut sein kann, ist, dass der Kompass angesprungen ist, weil er in einem... Ah, nee, da ist was. Weil er in einem Raum war und vielleicht zielt der Raum ganz rechts der Eingang oder keine Ahnung. Und hier funkelt schon wieder so komisch. Ganz viele Spinnennetze. Ah, ja, mehr. Das kannst du nicht abbauen, richtig? Wir hatten es schon mal von außen getestet. Ah, von innen geht's auch nicht. Schade. Das ganze Labyrinth hier fluten wir auch mal lustig. Vielleicht wachsen denn ja keine Pflanzen mehr drin. So, Portal. Ich grab mal nach unten. In der Hoffnung, dass hier noch irgendein Geheimraum ist. Weil den Rest der Karte haben wir so ziemlich aufgedeckt. Oh, warte mal, ich höre wieder. Spreng. Kommt der Wurm? Achso, der ist nur Kamerarauchen gewesen. Ich wollte schon den Zwerg sprengen, nur um den doofen Wurm zu erwischen. Entschuldigung, Zwerg. Das ist nichts Persönliches. Das ist einfach nur töten und so. Kriegt hier unten nochmal ein Portal zum Einsammeln. So. Okay, wobei, das hätte ich mir sparen können. Jetzt zweimal zwei Mana benutzen, um hier Zwerge hinzuschicken oder einmal drei Mana, um alles einfach einzusaugen. Und es geht schneller. Wäre irgendwie praktischer gewesen. Aber na gut, nicht wirklich wichtig. In diesem Stadium ist das Spiel ja nicht mehr so... Oh, sprengen. Puff. Okay, das Ding kann man nicht sprengen. Also es hat kurz inne gehalten, aber das war's dann auch. Saug. Ich wäre auch stinkig, wenn mich zweimal gesprengt hätte. Bleibt nur noch Feuerball. Und wir haben nur noch 4 Mana. So viel dazu, dass wir genug Mana haben. Aber das war jetzt eine gute Gelegenheit. Musste getestet werden. Ob das Viech dadurch irgendwie tangiert wird oder nicht. Ich glaube, ich hatte schon mal in meiner Panik da sowas reingeworfen. Aber das war nicht wirklich kontrolliert gewesen. Also wir wissen jetzt, Dynamit macht definitiv keinen Schaden bei diesem Wurmding. Das heißt, es bleibt noch versuchen, schnell genug angreifen zu drücken, dass irgendein Zwerg dann auf das Ding zuläuft und angreift. Wobei ich da nicht wirklich viel Hoffnung habe. Oder Feuerball. Wobei Feuerball halt auch schwer zu zielen ist, weil er hat eine leichte Verzögerung. Und es dauert halt. Der Wurm ist ja echt nicht lange da. Na gut, so. Also da könnte noch was sein. Die ganze Strecke hier lang eigentlich. Machen wir hier eine ganz lange... Befreien, X. Genau, hier kommen schon wieder Ameisen. Und hier bitte einmal runter. Idealerweise nicht bis zur Lava. So, Scaffolding sollte ich mal auf ihn raufschmeißen. Mächtig mehr viel Scaffolding. Das kann doch nicht sein. Wir spielen jetzt schon seit zig Dutzend Folgen. Wir haben immer noch nicht genug Holz über für genug Kohle und genug Scaffoldings. Aber bald. So, Gold lassen wir jetzt auch mal rechts und links liegen. Brauchen wir auch nicht mehr. Warum lauft hier schreien vor Ameisen weg? Jungs, ernsthaft. Seid solche Memmen. Geht doch einfach schlafen, wenn ihr... Hier, Portal.
Auch. Genau, töte einfach alle. Alleine. Während der Rest schreiend wegläuft.